Das Schmuckstück in Heidi Hetzers Sammlung ist ein Vorkriegsklassiker der besonderen Art. Ein herrschaftliches Automobil mit Seltenheitswert. Das ist ein Hispano Suiza. Das ist also, glaube ich, mein teuerstes Stück. Hispano Suiza, Baujahr 1921. Unter der Haube verbirgt sich ein 6,6 Liter Sechszylinder mit 135 PS. Ein seltenes Stück Automobilkunst. Es war mir, glaube ich, gar nicht bewusst, was ich da gekauft habe. Was für ein wunderschönes Stück. Denn es gibt ja nur noch mit dieser Karosserie, mit der Belle Valette, nur noch einen. Ich kenne keinen weiteren, den Fürst René von Monaco hat. Und der steht in seinem Museum und wird sicherlich nie mehr fahren. Wie bei all ihren Autos ist der Kauf des Hispano für Heidi Hetzer mit einer ungewöhnlichen Geschichte verbunden. Es war kalt, es regnete, es war furchtbar. Der war weg und ich stand auf einmal mit diesem riesen Schlitten da und wusste eigentlich gar nicht so richtig, Rechtslenker, dunkel, okay, da ist das Licht, aber dass es irgendwo eine Heizung gibt, wusste ich nicht. Also vor mir war dieser Atem, eiskalt, ich hatte Hackenschüchen, ein Kostüm, kein Mantel, keine Handschuhe, kein gar nichts. Es war furchtbar, diese Überführung des Autos. Ich habe dann irgendwo an der Tankstelle angehalten, habe mir so Satz Socken gekauft, über die Hände, über die Füße und bin dann hinter einem LKW nach Berlin gefahren. Und dann hat er eine Irrhupe. Also, nicht erschrecken. Die ist also wirklich toll. Da habe ich noch die zivile. Das ist die Dampferhupe, aber die ist, will jeder hören. Ab Anfang der 1920er Jahre werden die großen Hispano-Suiza-Fahrzeuge im französischen Zweigwerk bei Paris gebaut. Die Autos haben einen guten Ruf und simple, aber effektive technische Lösungen. Da dreht man einfach hier dran, da geht da vorne die Klappe auf und dann kommt von vorne Frischluft rein. Also ganz natürliche Überlegung. Genauso ist es mit der Heizung. Da kann man auch hier eine Klappe aufmachen. Hier. Und dann kommt von vorne die Motorwärme durch die Schlitze, die ja irgendwo entweichen muss. Die fängt man auf und führt sie in den Innenraum rein. So ganz einfache Überlegung, die funktioniert. Eine weitere Besonderheit ist die Anordnung der Seitenscheiben. Ich kenne auch kein zweites Auto, was dieses Versteck kennt. Soll ich mal? Okay. Ja, das sind die Scheiben. Und die werden dann hier eingerastet. Kommt dann hier rein. Und dann wird das von vorne, das muss richtig rein, von hier rüber geklappt. Ein wertvolles Stück, dessen Instandhaltung nicht gerade günstig ist. Ja, ich hatte ja mal einen Lagerschaden. Und das war ganz schwer, den reparieren zu lassen, weil es gab niemanden in Deutschland, der das konnte. Einer hat gesagt, ja, da muss er sich einlesen, kostet 20.000 Mark. Danke. Und dann habe ich das Auto in die Schweiz bringen lassen. Musste einen riesen Tieflader, weil das Auto ist ja so lang, können Sie gar nicht auf einen normalen Hänger. Und das ging dann nach Herliberg. Da ist einer, der sich mit Hispano Suiza auskennt, selbst einen hat. Der hat dann das Ganze repariert. Das war teuer. Und dann musste ich für die Reparatur auch noch Zoll bezahlen. Dem Autoenthusiasmus können die Kosten allerdings nichts anhaben. Das muss gefahren werden, weil ich einfach ja keine Freude mit dem Auto habe, wenn es nur irgendwo steht. Der Hispano Suiza schließlich ist der König der Sammlung. Edel, selten und majestätisch.